gäbe schon 50 Hektar rund. Einen recht schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich euch begrüßt habe. Ich glaube nicht. Freitag, der, schätze mal, 17. März, habe ich nachgeschaut. Der 18. Zwiebelnsaat auf dem Feld und Saatkartoffeln holen in der Sabeg. Agria Saatkartoffeln gebeizt. Und schön, keine Keime, wunderbar. Liebe Freunde, ich überhacke das zukünftige Zuckerrübenfeld. Fluglos auf Kartoffeln, schon einmal mit dem Tüttler durch. Und jetzt wird wieder rüber gehackt, damit da Gras und Unkraut weggehackt wird. Dieser Saphir-Grupper mit 7 Meter Arbeitsbreite. Da geht was, wenn der im Einsatz ist. Und da hat man schnell auch ein Stück überarbeitet. Um fluglos geht es ja auch darum, damit da das Gras, Unkraut nicht
sich fest wachsen kann, damit das ausgehackt ist und dass der Bits möglichst sauber ist, dass das Feld möglichst sauber ist. Bits, wir sagen Bits auf Berndeutsch. Ja. Ja. Kartoffeln hat es immer noch, aber er ist jetzt auch hervorgeholt und in den nächsten Tagen gibt es noch einmal Frost. Da geht es dem wie diesem hier. Er ist weich, er ist keimt nicht mehr. Ja, probiere da nicht zu tief, so schuhtief bin ich. Und hier das Unbearbeitete ist auch locker. Aber es hat noch Grünzeug, ihr seht es da. Grünzeug, das weg muss. Hier wollen wir Kartoffeln pflanzen und es hat viel Gründüngungswurzeln, die wir jetzt mit dem Klingenrotor zerkleinern. Pfluglos gibt manchmal halt auch mehr Aufwand. Speziell jetzt mit den hohen Dieselpreisen denkt man plötzlich, ja, muss ich da noch mal rüberfahren. Aber ich denke, die beste Lösung, um da die Wurzeln ballen klein zu kriegen. Sonst können wir da nicht Kartoffeln pflanzen. Gibt es nur Schwierigkeiten. Ja, Traktorspitze steht bereit für morgen Samstag. Das Ziel wäre 7 Uhr starten mit Spritzen. Wir haben Zwiebeln gesät und die werden gerade vorauflaufen. Gespritzt. Aber Bedingung ist, es darf nicht mehr winden wie heute. Darum probiere ich morgens um 7 und wenn es stark windet, mache ich es nicht. Weniger Wind ist für Sonntagmorgen vorausgesagt. Vielleicht fahre ich sogar erst Sonntagmorgen. Man wird sehen. Also, das war's vom Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Nicht vergessen, abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und auch unten was reinschreiben. Das freut den Bauerhaus. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ah, die Nummer will rein.